Wunderschön, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und jetzt kommen wir zum versprochenen Hardware-Check der Web-Videobox. Leider kann ich euch nur das Menü jetzt zeigen und nicht die Einstellung. Das habe ich jetzt 5 oder 6 Mal versucht. Aber irgendwie kann ich die Videodatei davon, ich kann sie mir angucken, aber ich kann sie nicht bearbeiten. Und deswegen, die Einstellungen sind schon gemacht. Ich werde jetzt die Einstellungen mit euch nochmal durchgehen, wenn wir die Web-Videobox installiert haben. Einfach, ihr müsst einfach immer nur weiter drücken. Und für die, die nicht geht, wenn die viele Geräte im Netzwerk haben, werde ich, denke ich mal, ja, unten runterschreiben, eine kleine Anleitung vom Support, was ihr da machen könnt. Vielleicht werde ich da auch nochmal ein extra Video machen. Ich weiß es nicht, ich habe es schon versucht, kann ich auch nicht benutzen. Ich kann erst aufnehmen, wenn ich jetzt hier drin bin. Und ja, leider, tut mir echt leid. So, wir gehen erstmal auf Einstellungen. Ich musste hier auch schon bei Video und Audio, gehe ich mal runter, kann ich euch mal zeigen, habe ich hier schon auf 1080p umgestellt. Und Stereo lasse ich drinne als Ausgabequelle, Seitenverhältnis lasse ich original. Hier sind die Systemdaten. Da könnt ihr dann halt den Produktnamen sehen. Verkäufer, Affinität, Modell. Also ich habe die Webvideo TV 1.0. Unten die Seriennummer und die Firmware. Einige Sachen werde ich natürlich logischerweise rausschneiden bzw. überblenden, dass man sie nicht sieht, wie ihr zum Beispiel bei Benutzerdaten, da mein Name und meine E-Mail-Adresse. Unten seht ihr eine Webadresse, ja, eigentlich keine Webadresse, da greift ihr übers Netzwerk auf die Web-Videobox zu und schaltet sie frei. Das müsst ihr als erstes machen, wenn ihr sie fertig installiert habt, um überhaupt Apps installieren zu können. Dann haben wir die Netzwerkdaten. Ich bin über LAN drin, da haben wir Uhrzeit, Sprache, europäisch, deutsch natürlich, Speicherung. Es ist basiert nicht auf Android, ja? Also viele denken, das ist eine Android-Box, es ist keine Android-Box. So, und da sehen wir dann den Speicher, 45% ist belegt, bei App-Speicher 0 von 1,9 GB. Und unten bei Seagate Wireless, das ist meine Wireless-Festplatte, die ich dort angeschlossen habe, um Filme zu sehen. So, dann haben wir hier noch eine Werkseinstellung, können wir noch machen. Und hier haben wir die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse vom Support. So, ich habe hier schon ein paar Apps installiert. Ihr könnt diese Apps auch, ja, ich werde mir mal eine aussuchen, die ich weiter oben haben will. Hier mein Spaß zum Beispiel. Dort drücke ich die rote Taste auf der Fernbedienung und dann sage ich einfach, ach, ich war ja schon oben bei Verschieben, und dann sage ich einfach, ich möchte sie haben bei Android Reaver. So, und dann ist hinter Android Reaver ist dann mein Spaß. Android Reaver, da könnt ihr euer Android Smart Telefon oder Tablet mit der Web-Videobox verbinden und Filme, Bilder und Musik von eurem Handy darauf übertragen, beziehungsweise nicht übertragen, ja, streamen auf YouTube eigentlich. Und dann gehen wir mal zu Service und Apps. Hier ist alles drin. Oben sind erstmal die Top-Apps. Dann haben wir aktuell. Sucht da gerade nach Aktualisierungen, ob von den Apps, die ich installiert habe, irgendwelche eine Aktualisierung haben. Die könnten wir dann natürlich aktualisieren.
Es dauert natürlich einen kleinen Moment, weil ich schon einige Apps installiert habe. So, und hier sehen wir jetzt aktuell, hoppala, so, nochmal darauf. Aktuell sind jetzt diese Apps dazugekommen. So, die könnte man sich dann natürlich installieren. Und hier ist Updates. Das war jetzt ein kleiner von mir. Alle Apps sind auf dem laufenden Stand. Dann haben wir VideoWeb. Da habe ich jetzt hier schon Android Viva vorinstalliert. Der Browser wird vorinstalliert. Den Speedtest habe ich installiert und den Red Button, HBBTV, habe ich installiert. Wenn ich jetzt natürlich ein iPhone hätte, könnte ich dieses installieren und könnte das deinstallieren. Und das macht eigentlich im Prinzip das Gleiche wie Android Viva, bloß halt für iPhones. Dann haben wir Themenkanäle. Dort sind Anixe Doku, Ship TV. Ich werde mal hier Anixe Doku werde ich mal installieren, dass ihr seht, wie das läuft. So, und da unten seht ihr jetzt den Button von Anixe Doku und einen kleinen Balken, der voller wird. Und schon sind wir fertig mit installieren. Wir können wieder auf Apps gehen. Wir waren bei Themenkanäle. Wir gehen jetzt mal bei Mediatheken. Und dort haben wir halt die Mediatheken. Sat.1 ProSieben interessiert mich eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Deswegen habe ich sie nicht installiert. Kika habe ich für meine Tochter installiert. 1 Festival Mediathek. Die werde ich noch installieren. Die ist noch gut. Weil ich ja so Dokus und Berichte und so gerne gucke. So, und schon sind wir fertig wieder mit installieren. Was ein bisschen negativ ist, dass man halt nicht. Es konnte keine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden. Ist mein Internet abgekackt? Ich glaube, mein Internet ist schon wieder abgekackt. Glaube, mein Internet ist wieder abgekackt. Die scheiß Bauarbeiten vor der Tür gehen mir echt auf den Pisser. Ist aber alles original eingestellt. Warum? Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe seit ein paar Tagen so ein bisschen Probleme, wo sie den Kabel durchtrennt haben und die sind da jetzt noch am Machen. So, dann gehen wir mal auf Regional-TV. Auf Regional-TV findet ihr regionale TV-Sender bzw. Mediatheken. Dieser TV-Sender, ich habe mir Berlin 24 Network TV habe ich mir schon installiert. Dann haben wir Internet TV, da haben wir Live TV, Ebru, Gold und Videomaking, Marketing. Was ein bisschen schade ist, ist, dass keine YouTube-App gibt, dass man YouTube direkt darüber gucken kann. Dies geht dann halt nur über den Browser, aber funktioniert auch recht gut. Ich habe das schon ein bisschen getestet. So, dann haben wir Musik. Bin kein Musikfan, also interessiert mich das nicht. Also Musikfan schon, aber halt nicht so die kommerzielle Musik. Ich höre da eher so, was halt nicht so verbreitet im Radio ist. Dann haben wir Nachrichten. Da habe ich mir natürlich Tagesschau habe ich mir installiert, Bild.de und so. Das interessiert mich eigentlich weniger. Focus Online werde ich mir noch installieren später mal. So, dann haben wir hier Red Button. Das sind die Red Button Apps. Jetzt ladet da. Das liegt jetzt natürlich an meiner Internetverbindung, dass er da suchen will und nicht findet. Muss ich nochmal machen. Geht da hoch. Wo bist du denn? Achso, ich bin schon drauf gewesen. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass in ein paar Tagen mein Internet mal wieder geht, ohne dass es ständig weg ist. Ist doch aber alles. Ist alles. Ach, wieso gehe ich denn da eigentlich rauf? Eingestellt ist doch alles richtig. Mediatheken, Regional-TV, Internet, Musik, Nachrichten, Red Button. Achso, Red Button werde ich euch ja noch zeigen.
Und da sind die Red Button Apps, dass man halt ja, Zusatzinformationen kriegt und sowas alles. Internetdienste haben wir noch, Picasa, RTV, Flickr, da ist noch Haufen mehr drin. Ich will euch nur die Kategorien erstmal so zeigen. Unterhaltung haben wir noch, dann haben wir Sport. Sport habe ich ja nicht installiert, weil Sport mich überhaupt nicht interessiert. Games habe ich Solitär installiert. Shopping interessiert mich eigentlich auch eher weniger, deswegen habe ich davon auch nichts installiert. Und dann haben wir noch Sonstiges. Das sind RPG, das sind halt Hintergrundinformationen. So, gehen wir hier mal raus. Es funktioniert alles eigentlich sehr flüssig. Die einzelnen, also mir fällt die Box sehr, sehr gut. Ich werde euch, Entschuldigung, ich werde euch auch über die kommenden Updates und ja, wenn da was Neues passiert, ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Da werden auch noch mehr Videos kommen. Ich werde euch in den kommenden Tagen auch noch, werde ich auch noch Videos machen und euch zeigen, wie ich jetzt zum Beispiel den Browser benutze. Dann werde ich einige Apps mal so starten, zum Beispiel die ARD-Mediathek, Kino.de, ja, einen Speedtest werden wir mal machen, dann Red Button werden wir mal testen, Berlin TV, ein Spiel werden wir spielen, Solitär natürlich, Updates werde ich euch noch genauer zeigen, also da brauche ich ja nur raufgehen, kann ich euch so zeigen. Updates geht da rauf und dann guckt er und dann sagt er natürlich, wir sind auf dem Laufenden. Sobald dann Update kommt, steht da natürlich was anderes. Dann könnt ihr einfach Update drücken. Das wird dann installiert. Dann startet die Box neu und das war's dann auch. Und so bin ich an sich mit der Box sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen durch die Mediatheken. Da kann ich dann Tagesschau gucken. Ich kann in meine Mediatheken drin gucken. Ich kann über den Browser bei YouTube drauf zugreifen. Also über den Browser auf YouTube gehen und kann ja, praktisch YouTube-Videos gucken. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Das einzige Negative, was ich finde, dass man halt, wenn man die Box neu hat und einen mehrere Apps interessieren, dass man da dann nicht sagen kann, ich will die, die, die und die App, also dass man sich die markiert und dann alles mit einmal installiert, dass man das halt alles einzeln machen muss und dann wieder in Service und Apps gehen muss und da die nächste App installieren muss. Aber das ist ja, ja, zum Beispiel bei Google Play nicht anders. Da kann man ja auch nur einzelne Apps installieren und nicht mehrere mit mal. Aber so funktioniert sie. Ich teste die Box jetzt schon seit ein paar Wochen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sie funktioniert richtig flüssig und einwandfrei. Ich werde mal jetzt so einen kleinen Überblick machen. Wir werden mal einfach bei kino.de raufgehen. Ich werde das dann nochmal ausführlicher später machen. So, was interessiert mich? Sin City, auf jeden Fall Teil 2 interessiert mich. Ich werde natürlich jetzt nicht hier alles zeigen können, weil ich nicht weiß, wie das mit den Trailern ist. Und ja, obwohl, ich habe ja keinen Ton, glaube ich, gerade dran. Doch, habe ich. Shit. Ich werde aber trotzdem mal den Trailer mit 7 starten. So. Dann haben wir den Browser. Ich werde da jetzt mal nur so so einen einen kleinen Überblick geben. Na, habe ich doch bestätigt. Nee, habe ich nicht bestätigt gehabt. So, und da Da haben haben wir wir dann zum schon Beispiel YouTube, Lineback, da gehen So, jetzt geht mein Aufnahmeprogramm auch wieder. Ich weiß nicht, was ich da momentan für Probleme habe. Muss ich erstmal meinen Mauszeiger suchen. Verstehe nicht, warum. In der Aufnahme sieht es auch gerade total verpixelt aus. Was bei mir natürlich auf meinem Bildschirm nicht ist. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt irgendwie ein Schutzmechanismus ist oder nicht. So. Ich werde nochmal sicherheitshalber rausgehen. Verstehe. So, und da sind wir in der Kika-App. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein Aufnahmeprogramm hängt sich ständig auf momentan. Vor allen Dingen bei der Webvideobox. Also ich kann die Webvideobox einfach einwandfrei benutzen, aber sobald ich es aufnehme, spinnt bei mir die Aufnahme.
So, oben seht ihr zum Beispiel, wir haben jetzt hier 3, 6 und 10 Jahre. Wir gehen jetzt mal ab 6 Jahre, weil meine Tochter ist ab 6. Kann ich euch mal ein bisschen was. Nicht, dass es sich denn wieder aufhängt. Es tut Tut mir mir leid, leid, dass ich euch da kann nicht wirklich was zeigen. sehen kann. Ich hatte, was Hatte ich euch eben nein, gezeigt. überlegt gerade. Ja, okay. Die 1 Extra Mediathek werde ich euch nochmal zeigen, nachdem die ja eben gehangen hat. Und Schon hängt's wieder, oder? Schon schon hängt. hängt's wieder, oder? So, jetzt geht's wieder. Ich muss mein Aufnahmeprogramm wieder neu starten. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Es ist zum Kotzen momentan. Also für mich ist die Webvideobox wirklich eine sinnvolle und coole Erweiterung. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem Fritzbox D-Link. Einfach, ja, wie bei mir jetzt zum Beispiel an die Fritzbox ran und dann eins in die Steckdose im Schlafzimmer in der Nähe vom Fernsehen, ein Kabel ran und fertig ist. Oder per WLAN die Webvideobox mit dem Router verbunden. Und so kann man im Schlafzimmer, wenn man kein Kabel gelegt hat oder sonst was dergleichen, oder man kein Kabel legen kann, ist es eine sinnvolle Alternative, dort auch auf die Mediatheken zuzugreifen, beziehungsweise Nachrichten zu gucken oder Dokus zum Einschlafen. Was für mich jetzt in der neuen Wohnung sehr interessant ist, da in der neuen Wohnung im Schlafzimmer kein Fernsehanschluss ist. Ja, man kann im Internet gucken und vor allen Dingen auf YouTube einfach youtube.com um beim Browser eingeben und dann kann man sich so durch YouTube forsten oder man kann halt auch sich dann anmelden bei YouTube. Kann dies leider nicht richtig speichern. Also das habe ich mit der alten Box noch nicht richtig versucht, aber man kann es wohl irgendwie schon speichern. Also ich habe es noch nicht alles rausgekriegt. Ich bin da noch am Machen und dann kann man da jederzeit wieder drauf zugreifen. Geht auf seine Abos zum Beispiel und guckt sich an, was seine Abonnenten, nein, was die, die ich abonniert habe, Mensch, neu hochgeladen haben und kann dann vom Schlafzimmer zum Beispiel aus super YouTube gucken, was mir wiederum sehr gefällt, weil ich mehr YouTube gucke momentan als echtes Fernsehen. Echtes Fernsehen läuft für meine Tochter, wenn sie da Lego Ninjago oder so einen Scheiß gucken will. Und sonst, also ich halt nur ein paar Serien habe ich, die ich gucke, und aber sonst läuft bei mir eigentlich kein Fernsehen wirklich. Ja, da ist diese Box natürlich eine richtig coole Alternative. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch irgendwie aufzunehmen, was ich mit der Box mache, dass ich da vielleicht noch ein paar Apps genauer präsentieren werde, zum Beispiel Bild.de oder nochmal Maxdome genauer zeigen werde. Kino.de will ich euch nochmal zeigen. Mein Spaß werde ich euch wahrscheinlich nochmal zeigen. So ein paar, ja, vielleicht auch noch einen Radiosender oder so, dass ihr da so wirklich einen kleinen Überblick bekommt. Ja, aber das werde ich erst die Tage machen und gucken, dass ich mein Aufnahmeprogramm hinkriege. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.